Bissl, ja. So, guten Abend, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen wieder Freitagabend und es wird wieder gedockt. Wir begrüßen heute zwei ehemalige österreichische Nationalspieler, zwei Kärntner, den Gili Prilasnik in Graz. Servus, Gili. Hallo, servus, Rüdiger. Und den Beckham Servus, für Arme. Motte. Dafür kommen wir, darauf kommen wir später noch. Den Motte Dollinger aus Klagenfurt. Servus. Servus, Rüdiger. Servus, freut mich, grüß. Ja, dann fangen wir an, wie immer in diesen Tagen. Erste Frage, es ist ja alles ein bisschen komisch derzeit. Wie geht's euch in Corona-Zeiten? Was macht ihr? Geht's euren Familien gut? Erste Frage gleich mal an den Chili. Wie geht's euch? Danke, mir geht es eigentlich ganz gut, bis auf die Tatsache, dass ich in Kurzarbeit geschickt worden bin von meinem Arbeitgeber, von Sturm Graz. Und ja, das alleine ist auch nicht das Schlimmste, aber dass ich eigentlich nur zu Hause bin, weil ja das Trainingszentrum zu ist, gesperrt ist und erst seit Montag zumindest jetzt für die Profis wieder geöffnet. Aber es war tatsächlich ein Monat kein Training und wir, die einzige Arbeit, die ich verrichten konnte, war Heimprogramme erstellen für unsere Jugendspieler. Und Mathe, was machst du derzeit? Was machst du überhaupt derzeit? Ja, sehr viel einwerkeln. Und ja, ist natürlich eine schwierige Zeit für alle. Wir sind, glaube ich, alle im gleichen Boot. Unser Café, wo ich mit meiner Frau führe, das Café Herzig am neuen Platz, haben wir natürlich auch nicht gern. Und wir sehnen uns alle halt, dass wir es wieder aufmachen dürfen, aber muss man abwarten und ich hoffe, dass sich das alles gut entwickelt. Und ja, schauen wir mal. Chili, du bist Nachwuchsleiter bei Sturm jetzt seit 10 Jahren bis zum Übergang in die Akademie. Wie viele Jugendliche hast du da unter dir? Wie groß ist dein Trainerstab? Wie haltet man die Jugendlichen? Das muss ja besonders schwer sein in Zeiten wie diesen an der Stange und bei Laune. Ja, die Zeit jetzt ist sicher sehr herausfordernd. Grundsätzlich ist es so, dass wir 7 Teams haben in meinem, also 7 Jugendteams, die direkt in meinem Verantwortungsbereich fallen, von der U8 bis zur U14. Und da haben wir ungefähr 100 Jugendliche, die da spielen. Und der Trainerstab besteht inklusive Spezialtrainer aus 20 Leuten. Ja, so circa. Und jetzt ist es so wirklich seit 16. März. Oder das Wochenende davor schon, dass dann alles abgesagt wurde und auch kein Training mehr stattfinden darf. Und ja, wir halt versuchen, die Jungs so bei Laune zu halten und auch bei Motivation und in Verbindung zu halten, indem wir halt Heimprogramme ausschicken. Das geht natürlich mit den Handys relativ einfach. Und ja, bei den kleinen U8, U9, da haben wir eher so in Form von Challenges, die wir halt so ausschicken, Techniktraining, wo sie halt dann so Wettbewerbe machen. Und ab der U10 machen wir einmal im Jahr sportmedizinische Testungen, ab der U10 aufwärts. Und die haben wir schon durchgeführt. Und da haben wir auch Heimprogramme, die aufgrund der sportmedizinischen Testungen individuell ausgeschickt werden. Aber auch natürlich allgemeine technische, balltechnische Übungsaufgaben. Und ja, so muss sich halt jeder Trainer bisschen was einfallen lassen. Motte Dollinger, du bist ja auch beim ASK Klagenfurt, einen deiner ersten Vereine. Ihr habt ja eine schwere Zeit derzeit. Ihr wart jetzt Erster in der Unterliga Ost. Alle Amateurligen in Österreich sind abgesprochen worden und praktisch annulliert, also nie stattgefunden. Wie geht's ihr damit um und schaut ihr da ein bisschen auch über die Grenzen, wie es in andere Länder ist? Ganz glücklich könnt ihr ja mit der Entscheidung nicht sein. Ja, natürlich ist man da jetzt auch nicht glücklich, was da jetzt entschieden worden ist. Aber du musst das jetzt dann so hinnehmen, es hilft jetzt eh nichts. Es war natürlich eine ganz schwierige Situation für uns. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammengestellt und wir haben auch mit den Sponsoren ein richtig tolles Verhältnis. Da möchte ich auch Danke jetzt an sagen. Die halten auch in dieser schwierigen Zeit zu uns jetzt an. Aber wenn nachher alles auf einmal auf Null gestellt wird, ist das nicht einfach. Und da verstehe ich schon viele Vereine,
die was jetzt dann sagen, hoppala, wie soll das weitergehen? Aber man muss, die Gesundheit geht vor, das ist ganz, ganz klar. Aber man muss halt schon abwägen, wie tut man jetzt weiter oder wie nicht, weil die Kleinen ganz so sterben lassen, wird es ganz, ganz schwierig. Und ich hoffe, dass es da ein bisschen eine Überdenkung noch gibt jetzt und dass man da jetzt noch schaut, dass das in richtige Bahnen kommt, weil sonst wird es für viele Amateurvereine ganz, ganz schwer. Bayern hat es ja so gemacht, die haben die Ligen auch abgebrochen, die starten aber am 1. September bei Standabbruch wieder. In Schottland hat man es so gemacht, alle Ligen abgebrochen, aber dort wurde der Status quo gewertet, also mit Aufsteigern und alles. Die zwei Lösungen waren echt natürlich viel lieber gewesen. Naja, klar, es ist eine ganz schwierige Situation. Ich hätte das, glaube ich, jetzt auch nicht so schnell entschieden. Ich hätte da vielleicht ein bisschen ein Gremium einberufen und da ein bisschen eine Meinung an mich eingeholt. Freilich, Absagen ist das Leichtere, zurücknehmen geht das dann nicht mehr. Und es ist ganz schwer. Ich bin nur gespannt, wie das in Bayern funktionieren soll. Wenn die sagen, sie werden das fertig spielen, werden sich natürlich andere Länder sagen, warum haben wir das nicht gleich gemacht. Und bin gespannt, wie die das machen. Und für uns, wir können das leider jetzt nicht ändern. Wir müssen mit der Situation jetzt umgehen. Ärmel hochkrempeln, sage ich. Danke, sagen die Leute, was uns weiterhelfen und für nächstes Jahr wieder gewappnet sein. Und allen Leuten alles Gute wünschen, dass sie gesund bleiben. Und im Sportlichen muss man einfach schauen, dass es weitergeht. Wenn man sich die allgemeinen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Fußball anschaut, Chili, du hast einmal in einem Interview gesagt, es wäre höchste Zeit, dem Turbokapitalismus im Fußball Einhalt zu gebieten. So schlimm der Coronavirus ist, aber könnte das vielleicht etwas sein, was das zur Folge haben könnte? Ja, zurzeit sieht es so aus, dass sicher die Vereine finanziell große Einbußen haben werden und das auch, ja, das wird sich sicher ein wenig auswirken, wie das dann in Zukunft weitergeht, ob die Transfersummen und die Gehälter trotzdem in solchen astronomischen Höhen sich weiterhin bewegen werden, das lässt sich jetzt schwer sagen. Wenn da von der UEFA oder von der FIFA nicht irgendwelche Maßnahmen mal gesetzt werden, um dem ein wenig Einhalt zu gebieten, dann wird das wahrscheinlich auch in Zukunft wieder ohne Bremse weitergehen. Ich meine, das ist mir jetzt eigentlich diese Information, die war für mich jetzt selbst neu, dass die Bayern die Meisterschaft dort beim Stand, wo sie jetzt ist, im Herbst weiterspielen. Ich verstehe sowieso nicht, warum das nicht viel mehr angedacht wurde, das überhaupt europaweit und für alle Länder und für alle Meisterschaften so zu machen, einfach quasi jetzt eine Pause zu haben und dann dort weiterzuspielen, wo sie jetzt aufgehört haben. Weil ich glaube, dass das für alle Vereine, für alle Spieler und wahrscheinlich auch für die Sponsoren eine tolle Lösung wäre, dass man sagt, okay, jetzt ist halt eine Meisterschaftsunterbrechung aufgrund der Corona-Krise, die man hinnehmen muss und spielt dann im Herbst fertig und die anschließenden Meisterschaften, die verschieben sich halt alle um ein halbes Jahr. Also ich denke, dass das sicher möglich gewesen wäre, vor allem weil es sowieso für mich irgendwie schwer nachvollziehbar ist, warum man nach wie vor an diesem Rhythmus Sommer so starr festhält, der eigentlich aus meiner Sicht ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß keinen Mehrwert, als wenn ganz Europa zum Beispiel jetzt von Februar bis November Meisterschaft spielen würde oder so. Das ist ja eine alte Tradition, die da aus dem Beginn des Fußballs ja noch bis in die heutige Zeit unreflektiert übernommen wird, wo ja in England nur auf den Universitäten Fußball gespielt wurde, bevor es dann in Richtung Berufsfußball ging. Und da sind eben das Universitätsjahr als Meisterschaftsjahr hergenommen worden und das macht man heute noch. Und ich denke, das wäre jetzt die Chance gewesen, das so wie die Bayern vielleicht anders zu lösen und einfach ja, das haben sie, diesen Rhythmus umzustellen. Ja. Das haben die Bayern erst gestern bekannt gegeben, wahrscheinlich weißt du es deswegen noch nicht, aber ich finde es auch für eine sehr gute Lösung. Motte, ihr dürft sie derzeit nicht einmal trainieren oder sowas. Die Frage gilt natürlich dann auch für Nachwuchs. Ab wann wünschst du dir denn, dass man spätestens wieder am Platz gehen kann, trainieren kann und auch praktisch die Mannschaften wieder formen kann? Wann müsste das denn spätestens soweit sein? Gilt dann natürlich auch für Nachwuchs. Ja. Weil die Zahlen sind ja jetzt gut. Ja,
Ich hoffe schon, dass wir auch mit Anfang August in die Meisterschaft starten, weil alles andere, das muss man jetzt schon ganz ehrlich und da in dieser Weißsaison wäre der Tod für viele kleine Vereine. Weil wenn du nächstes 2021 dann startest, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und ich hoffe, dass wir im Juni mit dem Trainingsbetrieb wieder anfangen können, Juni, Ende Juni und mit August mit der Meisterschaft, weil alles andere kann ich mir leider nicht vorstellen. Wie schaut es da beim Nachwuchs aus, Chili? Wann hoffst du, dass ihr spätestens wieder trainieren könnt? Naja, ich hoffe, dass wir irgendwann im Laufe des Mai wieder Trainings abhalten können. Im Nachwuchs macht es ja überhaupt keine Probleme, wenn man sagt, man darf nur in Kleingruppen von maximal 6 Kindern trainieren, sondern es wäre sogar ein großer Vorteil für viele Teams und für viele Spieler, weil sie dann eben intensiveres Coaching und der Trainer bekommen würden und es sowieso im Nachwuchs üblich ist, auch immer wieder in Kleingruppen zu trainieren. Also ich hoffe wirklich, dass das bald mal wieder möglich sein wird. Wir haben da auch schon ganz genaue Szenarien uns überlegt, wie wir das in unserem Trainingszentrum dann abhalten können, um die Maßnahmen, die ja nach wie vor sicher weiterhin Gültigkeit haben werden, gewisse Hygienemaßnahmen, Abstandsmaßnahmen, wie wir das so abhalten können, dass wir denen auch Rechnung tragen und dass wir diese Maßnahmen alle einhalten können. Ja, weil ich denke, dass vor allem auch was jetzt das allgemeine Leben dann auch danach betrifft, dass wir schon gelernt haben, wahrscheinlich auch die Kinder gelernt haben, da ein bisschen sensibler zu sein und dann vor allem auch ja, mit den Großeltern den Kontakt vielleicht so einzuschränken beziehungsweise auch so zu gestalten, dass eben alle Maßnahmen und Hygienevorschriften eingehalten werden. Deshalb denke ich, dass ein Trainingsstart innerhalb des Mai sicher realistisch sein könnte. Und ja, wir müssen ja irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren. Das wäre super, Mathe, weil du gesagt hast, August. Es ist ja eigentlich ein Veranstaltungsverbot bis September, aber das wäre schon sehr spät, glaube ich. Und Geisterspiele wären ja im Amateurbereich überhaupt der Tod für die Vereine. Keine Zuschauereinnahmen, keine Kantineneinnahmen. Das wird, glaube ich, überhaupt nicht gehen, oder? Ja, genau wie du das richtig sagst, ein kleiner Club lebt von der Kantine und von den Leuten, die halt kommen. Und es wär ganz, ganz schwer. Aber ich glaube, dass da die Herrschaft muss zum Reden, um auch in der Regierung da schon auch auf die Kleinen denken und sagen, wir lassen sie starten, und weil alles andere wäre Wahnsinn. Es kommt ja bei einem, das muss man ehrlich sagen, bei einem kleinen Verein, so wie wir sein, da kommen ja nicht jetzt an zigtausende Leute, das sind ein paar. Und wenn man da mit einem schönen Abstand schaut, dann kann da eigentlich in dem Sinne nichts passieren. Und ich hoffe, dass da wirklich die Vernunft und dass die kleinen Vereine starten können, weil ja, ich will da gar nicht nachdenken, weil alles andere war Wahnsinn. Ja, dann hätten wir das geklärt. Jetzt kommen wir mal zurück zu euren tollen Zeiten als Spieler. Chili, bei dir brauche ich nicht lange fragen. Tollste Zeit, ich tippe mal, war die Zeit beim SK Sturm Graz. Ja, es hat jede Zeit so gewisse Reize, aber natürlich war die Zeit bei Sturm Graz erstens die längste und auch die sportlich erfolgreichste und in vielen Situationen, Momenten auch die lustigste. Die lustigste, da fällt mir ein, 2000, die Champions League-Saison, wo man Gruppensieger geworden ist, unvergleichlich mit einer negativen Tordifferenz, mit einem 2:2 in Istanbul gegen Galatasaray. Die Feier dann im Kempinski ist, glaube ich, unvergessen. Ja, also von der Feier habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich war so müde von dem Spiel, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, jetzt an die Feier so genau. Aber es war einfach dieses dritte Jahr Champions League, wo wir dann so weit gekommen sind, das hat uns so geprägt und auch mich persönlich so geprägt, dass ich eben gesehen habe, wie man mit harter, konsequenter Arbeit und jahrelanger guter, qualitativ hochwertiger Arbeit wirklich Dinge erreichen kann, die man sonst nicht für möglich hält. Nicht? Weil es war nicht so, dass wir
zufällig dorthin gekommen sind, sondern wir haben 3 Jahre hintereinander in der Champions League gespielt und haben von Jahr zu Jahr eben da unsere Erfahrungen dann ja, einbringen können, sodass wir auch in der Champions League immer besser geworden sind. Es war ja nicht so, dass wir irgendwie uns in den Spielen nach den Gegner gerichtet haben, was in der Champions League auch nicht möglich ist, bei so vielen Spielen, die man hat, dass man sich immer auf den Gegner einstellt und dann vielleicht ja, die Erfolge feiert, sondern man muss schon einen eigenen Stil prägen und auch am Spielfeld dann rüberbringen. Und das haben wir dann so gut geschafft, dass wir vor allem bei den Heimspielen fast alle Gegner geschlagen haben, die nach Graz gekommen sind. Und ihr habt natürlich einen Mann gehabt, der war nicht am Spielfeld, der ist auf der Trainerbank gesessen, Ibiza Osim, der hat, glaube ich, viele geprägt. Wenn man sich anschaut, der Franco Foda ist ein Spitzentrainer geworden, ein Markus Schopp. Es haben sehr viele die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Du hast ja auch fast alle Prüfungen, aber das liegt, glaube ich, viel am Ivan, oder? Ja, natürlich ist der Trainer der das ganze Team formt, das Team zusammenhält und das Team zu entwickeln hat. Und das hat der Ivica Osim natürlich gemacht wie kein anderer und ist für mich sicher einer der erfolgreichsten Trainer, der in Österreich gearbeitet hat. Und nicht nur für mich wahrscheinlich. Und ja, was du angesprochen hast da bezüglich der Trainer, die jetzt rausgekommen sind, die früher Spieler waren. Der Ivica Osim hat vor allem von seiner Methodik her so ein tolles Training gehabt. Das war damals so, dass alle, die zugeschaut haben, gesagt haben, das ist eigentlich ganz genau entgegen den sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, die man halt so hatte. Wir trainieren ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich so üblich ist und was man eigentlich trainieren sollte. Und mittlerweile ist es aber so, dass man bei den Trainerkursen genau das lernt, so im Großen und Ganzen, wie wir damals trainiert haben. Also das zeigt halt, was der Ivica Osim für Visionär war und wie halt der Zeit halt schon sehr weit voraus war. Und das haben wir halt gelernt und natürlich konnten sich auch viele Spieler damals da einiges abschneiden und man sieht halt schon, dass ganz viele Spieler von damals jetzt Trainer geworden sind. Also du hast ja nur den Franco Foda und den Markus Schopp genannt, aber es ist beispielsweise der Günther Neukirchner bei uns im Beispiel. Club in einer Funktion, der Ivica Vastić war schon Bundesliga-Trainer, der Ranko Popovic ist auf der ganzen Welt schon Trainer gewesen und jetzt wieder in Japan und war schon in St. Pölten. Der Tomislav Kocian ist recht erfolgreicher Trainer in der Regionalliga. Mitte. Ich persönlich mache jetzt schon ganz lange also seit 10 Jahren bin ich schon auch im Trainergeschäft tätig und konzentriere mich halt bisher mehr auf die Jugend. Habe, wie du sagst, alle Prüfungen außer die UEFA Pro-Lizenz, die ich erst jetzt im Jahr 2020 dann beginnen werde. Also ich habe das Assessment für den Pro-Lizenzkurs, der dieses Jahr startet, habe ich geschafft und wurde aufgenommen. Darüber bin ich jetzt sehr, sehr glücklich. Du warst zweimal Meister, dreimal Cupsieger, dreimal in der Champions League. Du hast da im Nationalteam viele Einsätze gehabt. Eine Enttäuschung war wahrscheinlich, dass du nicht bei der WM 98 in Frankreich dabei sein konntest wegen einer Verletzung, weil da hast du eigentlich zum Stamm gehört und mit die Qualifikation geschafft. Ja, meine Nationalteam-Karriere, die hat leider sehr darunter gelitten durch diese Verletzung, die mir da wirklich 2 Tage vor dem Beginn des Trainingslagers zur WM in Frankreich 1998 passiert ist. Da haben wir das Cupfinale noch gespielt gegen Ried und da haben wir dann das Knie verletzt, sodass ich keine Chance hatte, da dem mitzufahren. Ich war dann schon bei der WM in Frankreich, aber nur von der Tribüne aus das Spiel gegen Italien im Stade Saint-Denis in Paris gesehen und war mal die Mannschaft in Bordeaux, wo sie gewohnt haben, besuchen. Aber leider konnte ich damit mitspielen und danach habe ich auch 2 Jahre gar nicht im Nationalteam gespielt, bis ich mich da wieder erholt hatte und dann wieder so in Form gekommen bin, dass ich dann erst bei der nächsten WM-Qualifikation für Japan und Südkorea wieder dabei war. Ja, das haben wir dann auch knapp nicht geschafft. Ja, und so wurden es dann letztendlich nur 16 Spiele. Aber trotzdem bin ich eigentlich hinterher gesehen zufrieden mit meiner Nationalteam-Karriere, weil 16 Spiele sind jetzt nicht ganz so wenige. Und
Das hat mir auch dazu verholfen, jetzt kürzlich ins Jahrhundertteam des Kärntner Fußballverbandes gewählt zu werden. Und das macht mich auch ein wenig stolz. Für mich hoch verdient. Und bevor wir wieder zum Dolly kommen, du hast gerade das Cup-Finale gegen Ried erwähnt. Das war ja ein paar Tage, nachdem man die erste Meisterschaft gewonnen hat. Man völlig überraschend mit 1:0 verloren, war damals eine Riesensensation. Wie war das zum Erklären? Habt ihr damals zu viel gefeiert? Da sind nämlich so Gerüchte umgegangen. Motte. Dauert ein bisschen. Na, wen Aha. meinst du jetzt an? Entschuldigung, wen Ja, meinst in du? Den Chili. Chili, oder? In Ja. Chili, Achso, ja. mir ist gefragt, also ich habe gedacht, dass du mit Ja, Motte geredet. ja. Na, ich habe gesagt, dann kommen wir zu Motte. Wie war das damals beim Aha. Cupfinale? Ein paar Tage vorher seid ihr Meister geworden und dann hat es ein völlig überraschendes 0:1 gegen Ried gegeben. Da sind Gerüchte umgegangen, dass ihr ein bisschen zu viel gefeiert habt. Das, also wir haben das sicher auch gefeiert, aber dieses bei mir persönlich war es ja so, dass dieses Cupspiel gegen Ried, wo ich mich ja dann auch verletzt habe, da glaube ich nichts mit den Feierlichkeiten vorher zu tun gehabt habe. Ich hatte da nämlich eine Schulterverletzung vorher und habe da ein paar Spiele gar nicht gespielt. Und hätte gar nicht, ja, und bei dem Cupfinale war eben die Frage, spiele ich überhaupt, spiele ich nicht? Und ja, hinterher gesehen war es natürlich ein Fehler, dort überhaupt zu spielen. Also bei mir persönlich war es jetzt keinesfalls so, dass die Feierlichkeiten da vielleicht mit einen Ausschlag gegeben haben, weil ich habe mich für die Weltmeisterschaft vorbereitet und auch für das Cupfinale und ich wollte wieder fit werden, wie es bei den anderen war. Das habe ich dann demzufolge auch nicht so mitbekommen, aber. Ja, wir haben schon durch den ersten Meistertitel natürlich da schon eine Riesenfreude gehabt und denke, dass auch bei dem einen oder anderen ein wenig Alkohol geflossen ist, wenn du das meinst. Ja, der große Party-Tiger warst du ja nie, Motte. Deine schönste Zeit im Fußball hast du wo verbracht? Du bist ja richtig in den Profifußball bei DSV Leoben eingestiegen und von Leoben dann GAK, Rapid. Was war deine schönste Zeit im Profifußball? Ja, zuerst zurück noch einmal zum Kommen aus Sturm Graz. Muss man ganz ehrlich sagen, das war für ganz Österreich ein Vorbildverein, eine Vorbildwirkung, was die geschafft haben und was die eigentlich gezeigt haben. Da hat ganz Österreich aufgeschaut. Also noch einmal ein Riesenkompliment, Chili, was ihr da damals geschafft habt. Das war wirklich eine geile Sache. Und ja, zurückkommen zum Kommen zu mir. Ja, Leon Rüdiger. Mich freut es das eigentlich, dass wir heute wieder einmal ein Interview führen. Wir haben ja sehr viele Interviews geführt und es hat den Leon angefangen mit dem Babysturm, den was du eigentlich ein bisschen ins Leben aufgerufen hast, wo viele Medien ein bisschen falsch geschrieben haben wegen Babysturm. Vielleicht dass du das noch näher erörtern, wie du auf Babysturm gekommen bist. Und ja, in Leon hat alle gestartet. Ich bin von Leon in der zweiten Liga ins Nationalteam gekommen. Das haben sehr, sehr wenige, glaube ich, geschafft und das war eine riesen Ehre für mich. Herzog sein 100. Länderspiel einlaufen zu dürfen, hat mit der Hans Krankl reingehauen in der, was jetzt nicht mehr genau, in der 3 oder 84. Minute. Das war eine Riesensache. Ja, und bin halt von Leoben dann zum GAK gekommen und bin halt im ersten Jahr, sind wir gleich Meister und Cupsieger geworden. Das war eine Riesensache. Sein leider zweimal ganz knapp an der Champions League gescheitert gegen Ajax in der Verlängerung, wo von der Fahrt Ibrahimovic die ganzen Stars aufgelaufen sind. Und haben dann, glaube ich, auch was ganz was Tolles geschafft. Wir haben in Liverpool 1:0 gewonnen. Wir haben leider 2:0 zu Hause in Graz verloren, aber Anna Enfield hat 1:0 gewonnen. Und das war natürlich eine richtig tolle Sache. Und ja, bin dann zu Rapid gewechselt. Mit denen haben wir in der Champions League damals gespielt. War eine Riesensache. Das kann der Schiele, glaube ich, erzählen, wenn da die Champions League Bühne läuft, ist das eine Riesensache. Und es war, wenn ich jetzt ein bisschen Revue passieren lasse, eine schöne Karriere. Aber ich bin ein bisschen selbstkritisch. Wenn ich ein bisschen disziplinierter wahrscheinlich war gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich mehr können. Das Ausland hat mich immer gereizt, habe ein, zwei Angebote gehabt, bin ich gegangen. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja, es war trotzdem eine tolle Sache. Ich bin auch mit dem LASK von der zweiten Liga aufgestiegen. Wir haben sie damals in die Bundesliga gebracht mit dem Ivo Vastic und ja,
War eine tolle Sache, wenn ich jetzt zurückdenke, aber es hätte noch keiner mehr werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Darauf wollte ich dir noch ansprechen, jetzt noch mal zum Babysturm. Ich habe den erfunden, weil Bichelmann, Parabatitz und du wart ja alle noch sehr jung und habt alle schon Nachwuchs gehabt und die anderen Zeitungen haben das übernommen und haben das auf euer Alter bezogen, aber ist nicht so wichtig. Jetzt habe ich heute ein bisschen nachgeschaut, du hast in deiner Jugend wahnsinnig viele Mannschaften gehabt. FC Kärnten, ASK, FC Kärnten, Sturm, Feldkirchen, SV St. Veit, FC Kärnten, Bleiberg. Und ich habe mich da ein bisschen informiert, kann das sein, dass du ein bisschen ein Filou warst in deiner Jugend, ein bisschen viel unterwegs? Naja, was heißt viel unterwegs, was heißt viel daheim? Man muss immer den Mittelweg finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht noch ein bisschen von der alten Schule. Ja, ich habe sicherlich, weil der eine oder andere, was halt vielleicht sitzen geblieben ist ab und zu, das war ich so und das war mir aber auch in dieser Zeit halt vielleicht nicht so klar jetzt, dass man halt vielleicht hätte ein bisschen früher müssen angehen. Aber es gibt, da könnt ihr jetzt einen zig Spieler aufzählen, die was so waren, dass die waren vom alten Schlag. Heutzutage ist die Welt ganz anders. Heutzutage gehen sie mit dem Kakao und mit dem Kamillentee schlafen, was aber auch richtig ist, weil einfach der Fußball sich verändert hat, weil einfach die taktische Disziplin, das Rundherum, das Leben, die Medien, du darfst da nichts mehr gefallen lassen, wenn du irgendwo rauschig oder irgendwo was trinkst und da gibt es ein Video, dann wärst du zerrissen in den Medien. Das hat es bei uns nicht so gegeben. Aber ja, ich möchte es nicht missen. Die Zeit war sehr schön, sehr schnell vergangen und ja, war trotzdem eine richtig gute Zeit. Ja, da fällt mir der Matejka ein, einer meiner Lieblingsspiele und der ist so verrissen worden wegen so einer Geschichte, wo eigentlich gar nichts passiert ist. Aber jetzt muss ich den Schilli noch was fragen. Schilli, du hast deinen Kreuzbandriss schon erwähnt, aber bei dir war das ja ein sensationeller Heilungsprozess. Du hast nach 3 Monaten schon wieder Freundschaftsspiele bestritten, nach 5 Monaten hast du schon wieder Meisterschaftsspiele bestritten. Gibt es keinen Kreuzbandriss, wo einer vor einem halben Jahr oder länger wieder spielt? Wie ist das damals gegangen? Na, das war so, dass ich so eine komplizierte und eine so eine schwere Knieverletzung gehabt habe, dass sich manche Ärzte eigentlich vor einer Operation gescheut haben, gesagt haben, da jetzt rein zu operieren, das würde ich nicht machen, schauen wir mal, wie es wird. Es hat natürlich schon auch Ärzte gegeben, die gesagt haben, ja, wir operieren es gleich. Und letztendlich musste ich dann die Entscheidung treffen und habe dann auch nach Rücksprache mit vertrauten Ärzten und meinem Physiotherapeuten, der ja ganz viele Fußballer schon durch seine Hände gleiten gehabt hat, das ist der Josef Flicker, der Joe Flicker, Physiotherapie ein Urgestein in Graz. Die haben mir dann gesagt, naja, schau her, wir therapieren das mal konservativ und wenn du dann nach 3 Wochen oder 4 Wochen beim Training einsteigst, dann siehst du ja gleich, ob das Knie hält oder nicht und so, und wenn nicht, dann operieren wir es nachher und da hast keine Zeit verloren, weil es war Mai und dann trainieren wir halt, operieren wir halt im Juni und oder im Juli und du kannst im Jänner dann bei der Vorbereitung wieder genauso wieder mit dabei sein, du verlierst eigentlich nicht wirklich viel. So wird das gemacht und nach 3 Wochen oder 6 Wochen, glaube ich, war ich dann schon im Training wieder dabei. Zwischen 3 und 6 Wochen, also so, dass ich dann ins Mannschaftstraining eingestiegen bin und ja, nach 5 Monaten beim ersten Meisterschaftsspiel, weiß ich noch, was war schon ein toller Moment und ich habe dann auch mein großes kurzfristiges Ziel erreicht, dass ich in diesem ersten Champions League Jahr, das Sturm Graz damals gehabt hat, auch noch 2 Einsätze im Herbst gehabt habe. Ihr habt mit sehr guten Spielern zusammengespielt. Wenn ihr jemand herauspicken müsstet, ich weiß, das ist sehr schwer, aber wer war der beste Spieler, mit dem ihr zusammengespielt habt? Fangen wir mal mit dem Motte an. Ja, das wird vielleicht den Schilli auch gefallen. Sturm Graz Vergangenheit, kann nur eins sagen, einer meiner besten Kapitäne, mit dem, was ich zusammengespielt habe, war der Ivo Vastic. Also Riesenfußball. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Wir haben immer wieder Kontakt und ja, hat alles gehabt, was man als Fußballer haben muss. Schilli?
Ja, der Ivo Vasic war mein langjähriger Kapitän und der war sicher einer der Besten, mit denen ich zusammengespielt habe. Und der andere war der Hannes Reinmeier. Es war auch der Giuseppe Giannini bei Sturm Graz kurz. Es war ein ganz ein toller Fußballer, auch wenn das damals jetzt vielleicht über die Medien nicht so drüber gekommen ist und er auch nicht so die Leistung bringen konnte, wie man sich es vielleicht von ihm erwartet gehabt hat. Aber beim Training hat er schon oft gezeigt, was er für ein toller Fußballer ist. Und man konnte, also ich konnte von ihm auch sehr, sehr viel lernen. Und weil der Motte schon gesagt hat, ja, weil wir schon über Motte seinen Karriereweg schon sehr viel gesprochen wurde. Ich kann mich genau erinnern, wie der Motte mal in ganz jungen Jahren eben bei uns, da war der Ivica Os im Trainer und wir ein Training gehabt haben, wo er mittrainiert hat und bei uns angeheuert hat. Und ich weiß gar nicht dann, wie das dann genau weitergegangen ist, ob dann Leoben der nächste Schritt war oder. Aber auf das kann ich mich genau erinnern und habe damals schon eben mich nachher gefragt, ja, schade eigentlich, dass er nicht zu uns gekommen ist. Ne? Und hinterher gesehen hat sich das von mir auch bewahrheitet, dieser Eindruck, dass der Motte durchaus das Zeug gehabt hat und dann auch später das gezeigt hat zum Profifußball. Also er hätte beinahe diese Champions League-Zeit bei Sturm dann zumindest in gewissen Zügen noch mitgemacht. Ja, wahnsinnig gern gesehen. Wohin geht der österreichische Fußball? Ich finde, im Nachwuchs, das kannst du, Schiele, ja sicher bestens beurteilen, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm viel getan. Aber wenn man dann die Auswahlmannschaften beim ÖFB anschaut, U17, U19, man qualifiziert sich immer wieder für die EM-Endrundenturniere, wo ja nur 8 dabei sind. Es spielen wahnsinnig viele Leute in Deutschland und in andere Top-Ligen. Also, die Nachwuchsarbeit hat sich im letzten Jahrzehnt in Österreich sehr zum Positiven gewandelt, finde ich, oder? Ja, ich glaube, das hat für ungefähr vor 20 Jahren begonnen, als der österreichische Weg dann wirklich vom Willi Rutensteiner so forciert wurde, vom langjährigen Sportdirektor und dann die Akademien gegründet wurden und installiert wurden. Und da kam so eine Struktur in den Nachwuchsfußball hinein, das hat der Österreich vorher nie gehabt. Und in vielen Ländern gab es sowas aber schon. Und ja, diese Akademie. Die Akademien, die Nachwuchsakademien in Österreich sind sicher eine Erfolgsgeschichte, denn abgesehen davon, dass man in jeder Akademie auch eine schulische Karriere einschlagen kann und auch maturaführende Schulen hat und eigentlich ja, dieser duale Ausbildungsweg da Pflicht ist und das vom ÖFB auch so vorgeschrieben ist für alle, sind dann doch sehr viele wirklich, die dann profifußballtauglich sind, wenn sie aus den Akademien rauskommen. Und ich habe ja selbst auch knapp 3 Jahre beim ÖFB in einem Nachwuchsnationalteam mitgearbeitet als Co-Trainer. Und damals war es schon so, dass eigentlich, wenn man sich jetzt zwar nicht vielleicht für die Endrunde qualifiziert, U17 und U19 gibt es ja jedes Jahr eine EM. Oder eine EM oder Endrunde auch. Und wenn man sich dann nicht dafür qualifiziert, okay, das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber es passieren immer wieder mehr. Aber es gibt vorher eben eine Qualifikationsrunde, eine Eliterunde und das kommen fast alle Teams schon in diese Eliterunde hinein. Und ja, das zeigt schon, dass der Weg sicher ein richtiger ist und gewesen ist. Und mittlerweile zeigt sich auch, dass wir im Nationalteam ganz gute Spieler haben, die auch fast ganz viele Mal in der Akademie gespielt haben, fast alle in Österreich die Ausbildung genossen haben und dann eben relativ früh schon ins Ausland wechseln konnten, wo sie jetzt große Karrieren machen und auch dafür sorgen, dass unser Nationalteam toll spielt und sich ganz locker für die Europameisterschaft jetzt qualifiziert hat. Ja, Mathe, wenn du dir das heute so anschaust, wenn du solche Möglichkeiten oder allgemein die jungen Spieler damals solche Möglichkeiten gehabt hätten, wäre sicher noch viel mehr weitergegangen. Man kann den heutigen Fußball mit dem, was vor Jahren war, sicher nicht mehr vergleichen. Also die haben Riesenmöglichkeiten, wenn man da auch das Trainingszentrum anschaut von Red Bull Salzburg, das ist ein Wahnsinn. Und da wäre sicherlich von einem oder anderen noch mehr zum Außerholen gewesen und sie hätten sich wahrscheinlich viel leichter getan, weil es ist wirklich eine tolle Sache, was jetzt die Spieler zur Verfügung gestellt kriegen von den Vereinen. Und ja, wir haben das leider damals halt nicht so gehabt. Und ich finde das eine tolle Sache und der Fußball entwickelt sich weiter. Es glauben immer viele Leute, der Fußball 11 gegen 11 wird dort gespielt. Also
das muss man ganz ehrlich einmal sagen, was da dahinter steht. Wenn du ein Trainer bist, was du da Vorbereitungszeit hast, wie du dich einstellen musst auf den Gegner, auf die Gegenspieler, deine Spieler musst einstellen, das ist eine Riesenaufgabe. Und das sehen aber die Leute auch, und deswegen ist der Fußballsport die Nummer eins, und das wird einfach immer so bleiben, und ist so wieder Fußball, und wir hoffen, dass er einfach wieder startet. Ja, aber ist der Fußball nicht unter Anführungszeichen zu sauber geworden? Es gibt den Videobeweis, da habe ich ja gestern mit dem Peter Neururer drüber geredet. So. Ich höre jetzt gerade nichts. Traut sich eigentlich nicht. Wir hören dich gut. Ich höre gerade nichts. Rüdiger, wir haben die Chili verloren. Rüdiger, wir haben die Chili verloren. Chili, hörst du uns wieder? Chili, hörst du uns wieder? Chili? Ich höre nichts. Aha. Man hört dich aber ganz normal. Ja. Daumen hoch, die Astronauten noch Daumen hoch, wenn man was hört. Scheiße. Nichts passiert, Chili. Ah ja, du hörst mich ja nicht. Chili, hörst du uns wieder? Jetzt höre ich wieder. Ich brauche was zum Anstecken. Ja. Okay, super. Also ist der Fußball nicht, fallen da nicht eine Typen, es gibt ja noch ein paar, ein Ibrahimovic oder so, und Videobeweis, um Zehenspitzen wird da geschaut, ob abseits ist. Ist das die richtige Entwicklung oder war es früher trotzdem noch schöner? Ich weiß nicht genau, was der Mate vorher gesagt hat, weil ich da kurz weg war. Noch gar nichts, wir haben auf dich gewartet. Okay, ja, alles klar. Was diese Abseits-Analysen und die im Fernsehen, also das ist etwas, was mir persönlich schon ziemlich manchmal sauer aufstößt, weil es da eigentlich nur darauf geschaut wird, ob der Trainer oder der Schiedsrichter jetzt irgendeinen Fehler gemacht hat oder nicht. Und ja, das sind oft solche Millimeterentscheidungen, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob diese Videoanalysen überhaupt so korrekt sind, weil es immer die Frage ist, oft, wann ist jetzt wirklich genau der Zeitpunkt, wann der Ball den Fuß verlassen hat. Da gehen oft auch ein paar Zehntelsekunden, die gar nicht so genau feststellbar sind, und das kann schon darüber entscheiden, ob da jetzt ein 10 cm abseits ist oder nicht, und dann regen sich immer gleich alles so vollkommen auf. Also ich glaube, die Diskussion müsste viel mehr in die Richtung gehen, dass man da eben schaut, auch war das jetzt taktisch sinnvoll, da abseits zu spielen überhaupt, oder hätte man es nicht anders lösen können und nicht immer nur den Schiedsrichter so kritisieren. Ich denke, dass das irgendwie so negativ dann irgendwie wird, und Schiedsrichter möchte ich sowieso dann keiner sein in so einer Situation. Und trotz Videobeweis gibt es ja noch so viele Fehlentscheidungen. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Weil dann sieht man das eigentlich eindeutig und die Entscheidung ist trotzdem wieder die falsche. Ja, ich glaube, dass das gar nicht so eindeutig zu sehen ist, wie man das jetzt beim Videobeweis eben oft auch, wie es durch einen Videobeweis oft bewiesen wird, dass es trotz Videobeweis dann vielleicht doch Fehlentscheidungen sind. Also man kann es gar nicht so genau feststellen. Und das hängt eben damit zusammen, aus meiner Sicht, weil das auch ja, so ein Video eben täuschen kann. Motte, deine Meinung dazu? Videobeweis, Typen im Fußball. Ja, und ich meine, die Spiele. Der Fußball war natürlich schon richtig geil, sage ich einmal, wie einfach die Situation, wie sie war. Da oder nicht da oder das, das mit den Zurücknehmen, die Leute warten, was er da, was er nicht. Die Emotionen nimmt man schon ein bisschen aus, aber wenn er richtig tolles Tor schießt und du musst warten, ob das zwölf, du laufst erst zu den Fans, dann kannst du wieder zurück, dann rennst du wieder um oder ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe den Videobeweis nicht gehabt, dann ist das schwierig. Ich sage, die alte Zeit war die bessere, weil ich war ein bisschen Benachteiligung für den einen oder anderen, aber ich sage immer, das hat sich in der ganzen Meisterschaft ausgeglichen, und die war für die alte Zeit gewesen. Muss jeder seine Meinung selber haben. Weil du jetzt gerade sagst, Emotionen bei den Geisterspielen soll ja dann Torjubel verboten werden und so, aber ich glaube, aus der Emotion heraus wird das gar nicht gehen.
Wie wird man dann die Spieler bestrafen, erwatschen oder weil man jubelt ja, wenn man durch ist? Ja, keine Ahnung, nur wenn der Geist ist, wohin wird die Jugend gehen? Und, ja, das schwer werden. Motte, man versteht die jetzt schlecht. Motte, man versteht die jetzt schlecht. Jetzt geht da. Chili, jetzt kommen wir. Ja, super. Chili, jetzt kommen wir noch zu dir noch einmal. Also, du warst ja auch immer ein sehr sozialer Mensch. Du betreust seit 2004 das Homeless Team Österreichs. Du hast den Grazer Menschenrechtspreis bekommen. Dieses Homeless Team ist dir, glaube ich, auch ein großes persönliches Anliegen, ist ja heuer leider abgesagt worden, die WM. Wo wäre die und wie viel Zeit investierst du da und wie läuft das eigentlich ab? Ja, der Homeless World Cup ist ja ein Projekt, das in Graz 2003 seinen Anfang genommen hat und wurde dann 2 Jahre später, so ein Street-Soccer-Turnier für Menschen mit sozialer Benachteiligung vom Rande der Gesellschaft. Und 2 Jahre später hat der Homeless World Cup von der UEFA eben den Charity Award als bestes Fußballsozialprojekt Europas bekommen. Und das war dann so der Startschuss, dass sich dieses Projekt so entwickelt hat, dass es mittlerweile mit Abstand das größte Street-Soccer-Turnier der Welt geworden ist. Und jedes Jahr hat irgendwo ein World Cup stattgefunden. Und seit 2004, also ein Jahr nach Graz 2003, da wurde ich vom Erfinder des Homeless World Cups, vom Harald Schmid, ein Steirer, der mittlerweile leider schon verstorben ist, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das österreichische Team zu trainieren. Und das habe ich dann einmal so versucht und dann gemacht. Und ja, daraus sind jetzt sehr viele Jahre geworden. Der Zeitaufwand schaut ungefähr so aus, dass ich circa ja, an 20 Tagen im Jahr eben für dieses Projekt tätig bin, mittlerweile sogar manchmal ein bisschen mehr. Und eben seit der Harald Schmid da eben nicht mehr so in der operativen Tätigkeit dabei war und jetzt eben nicht mehr da ist. Ja, und ich betreue da eben das österreichische Projekt. Und der World Cup, der letztes Jahr auch in Cardiff, da hatten wir einen tollen Platz, den 8. Platz erreicht. Und dieses Jahr wäre er in Finnland in Tampere gewesen. Und der wurde relativ bald nach Ausbruch der Corona-Krise natürlich auch abgesagt. Da möchte ich jetzt den Zuschauern eine Dokumentation ganz ans Herz legen. Kick-off, da geht es um die Vorbereitung auf den Homeless World Cup damals in Melbourne. Da wirkst du ja auch mit. Ganz eine tolle Doku, schaut euch das an. Also Kick-off findet ihr im Internet sicher und der Schilly wird sich sicher freuen, wenn ihr euch das einmal anschaut. Ist eine tolle Sache. Ja, ist ein toller Warte, Film. zu Wir dir wollen, noch einmal. also Entschuldigung, ja. Ich wollte nur zu Na, Kick-Off was bitte, sagen. Schilly. Also, Na, ja, unbedingt, der Film unbedingt, bitte. Kick-Off ist eine tolle Sache. Da wurde von Eichholzer Film, ein berühmter Filmproduzent, produziert 2008. Da hat uns der Regisseur, der hat gleichzeitig, das war seine Abschlussarbeit der Filmakademie Wien, uns ein Jahr lang begleitet. Und dann bis eben nach Melbourne zum Homeless World Cup. Und wenn man diesen Film sieht, dann weiß man schon ziemlich genau, worum es bei dem ganzen Projekt eigentlich geht. Also sehr zu empfehlen. Motte, du bist Familienvater, hast 3 Kinder inzwischen, die sich, glaube ich, sehr gut entwickeln. Komm aber trotzdem noch einmal zum Fußball in Kärnten. Dein Vater, Gott hab ihn selig, hat ja die Austria Klagenfurt auch immer unterstützt. Dort scheint es jetzt aber mit der neuen Richtung, also mit der neuen Führung, endlich wieder in die richtige Richtung zu gehen, oder? Ja, Gott lass ihn ruhen. War sicherlich ein großer Musikstein, der was die Austria Klagenfurt damals gerettet hat, weil ohne ihn damals, ich weiß genau, ich will jetzt keine Details eingehen, wäre die Austria Klagenfurt nicht mehr am Leben. Er ist gerannt von einer Bank zur anderen und hat das hat 2, 3 Mitstreiter gehabt und die haben geholfen und hat die Austria am Leben gehalten. Und ja, Und die mit der Kopfhörer, ja. neuen Führung bin ich natürlich auch in Kontakt und natürlich den Beritsch, den Präsidenten und seine Mitstreiter kennengelernt und die Jawohl. vor diesen tollen Leuten eine tolle Gruppe, jetzt die Austria übernommen mit wirtschaftliche Basis ist ein Projekt, eine tolle Mannschaft und ich bin sehr stolz als Klagenfurtner, dass solche Leute am Werk kommen, weil eine Austria führen. Viele Leute verstehen das nicht, dass sie das nehmen und da brauchst du Geld.
riesen Konzern hinter dir hast, dann funktioniert das nicht. Und wir haben damals einen Konzern gefunden und ich bin sehr stolz, dass der Ivica Peric mit seinem Team das Ganze übernommen hat. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren die Austria in der Bundesliga wieder sehen. Ich musste das trotzdem fragen, obwohl ich die Antwort, glaube ich, kenne. Also wenn die zweite Liga nicht weitergeführt werden würde, wären ja viel dafür, dass zwei aufsteigen. Also Austria Klagenfurt und Ried. Und die zweite Lösung wäre ja, dass der Herbstmeister aussteigt, also nach dem Grunddurchgang, das wäre auch die Austria Klagenfurt. Also könnte man vielleicht sogar schon die nächste Saison zwei Kärntner in der Liga haben. Ja, das war natürlich richtig und auch für uns Kärntner sehr gut. Die Austria Klagenfurt kehrt einfach in die Bundesliga, ist ein Traditionsclub und sind tolle Fans dahinter und tolle Leute. Und man kann sagen, Ried hat eine tolle Saison gespielt, das darf man auch nicht jetzt vergessen. Wenn das einfach gecancelt wird, das kann man einfach auch nicht so hinnehmen, das muss man auch verstehen. Die haben auch mit Sponsoren Verhandlungen, mit den ganzen Spielern, das ist nicht so einfach. Viele Leute, die nur die Zeitung lesen, sagen, ja, ist es, aber was da alles dahinter steckt, was das für eine Arbeit ist, dass du einen Verein aufbaust, der was um die Meisterschaft mitspielt und auch die Meisterschaft gewinnt nachher und dann auf einmal auf Null gestellt wird, da muss man ganz ehrlich sagen, da muss man schon bei den Tatsachen bleiben, so kann das nicht sein, man muss schon auch den Hintergrund haben und hoffen, dass das einfach dann in die Grundlinien passt. Motte, noch eine Frage an dich. Warum war es für dich nie ein Thema, beim Fußball zu bleiben als Trainer? Herr Rüdiger, du hast immer schon, und das muss ich ganz ehrlich sagen, immer die guten Fragen gestellt und das ist wirklich eine gute Frage jetzt wieder. Nein, für Trainer bin ich leider nicht im Hobby. Es war ja damals mit den Nationalspielen, glaube ich, mit 5, 7 Nationalteam-Einsätzen habe ich gehabt und da hat es, glaube ich, damals also ein Angebot gegeben, dass man die Trainerlizenz machen kann und bin ich gar nicht gekommen, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin kein Trainer, weil ich mich einfach zu viel ärgern tät, wenn ich mir am Platz stehe, weil ich genau weiß, was ich für ein Loup war und dann war das ganz, ganz schwer für mich. Ich mache das gerne als Sportdirektor, mit den ganzen Sponsoren zum Reden, mit den ganzen, was dahinter steht, mit der Mannschaftszusammenstellung, das gefällt mir, das mache ich gern. Wir sind auch mit dem ASK Klagenfurt auf einem sehr guten Weg. Wir haben noch der Austria Klagenfurt, das darf man nicht vergessen. Die zweitmeisten Zuseher in ganz Frankfurt. Wir haben ein tolles Stadion beim ASK Klagenfurt und ich habe tolle Leute hinter mir und wir sind noch nicht angelangt. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Schilly, ich muss dich trotzdem noch fragen. Du warst ja im Ausland, der Motte hat gesagt, bei ihm hat es nicht gereicht. Gleich von Sturm bist du dann zu Aris Thessaloniki. Da war nicht im Ausland das. Da bist du, glaube ich, auch oft schlecht beraten worden oder zumindest beim Wechsel nach Aris Thessaloniki. Muss man bei Berater im Fußball sehr aufpassen oder ist das auch besser geworden? Das kann ich nicht genau beurteilen, ob es besser geworden ist. Also aufpassen muss man natürlich überall. Jetzt hört man die gar nicht. Nein. Dann probier es noch einmal und ich frage dabei den Motte noch. Motte, wenn du so zurückdenkst, was war der? Gibt es da eine lustige Anekdote? Ich denke da an ein Spiel DSV Leoben gegen Untersiebenbrunn. Es ist damals um den Titel in der zweiten Division gegangen. Ihr wart zur Pause mit 0:3 zurück zu Hause. Und was ist dann passiert? Wer war damals der Trainer? Es war strömender Regen, ich war live dabei. Was ist da dann abgelaufen? Pause 0:3, Peter Stöger mit der Pferdelunge ist gelaufen bei Untersiebenbrunn. Alle haben gedacht, da geht gar nichts. Und was war dann, bitte? Ja, wir haben, und da möchte ich auch, danke Rüdiger, dass du dieses Thema ansprichst. Auch herzlich grüßen meinen, muss ich ansagen, einer meiner größten Förderer, den Peter Schägert, also ein riesen Mensch und ein toller Trainer, aber sehr disziplinär und war ganz schwer damals mit mir zum Umgehen, wie wir das Ganze gehabt haben. Aber er hat das toll geschafft und wir sind super zusammengekommen, auch tolle Freunde geworden und wir waren 0:3 damals gegen Untersiebenbrunn hinten
Peter Stöger, der Spülmacher bei Untersinkbrunn, und wir haben, der Peter Schägert kommt in die Kabine, sagt der Burschen, es ist nichts verloren. Und dann haben wir uns angeschaut, haben wir gedacht, ich weiß nicht, ob der Trainer bei einem falschen Spiel ist. Die gewissen Spieler, nicht? Die Jungen haben das vielleicht nicht so mitgekriegt. Auch der Präsident, der Hans Linz, ist reingekommen und sagt, der Burschen, geht noch weiter. Aber wenn wir damals Untersinkbrunn Revue passieren lassen, was das für eine tolle Mannschaft war, dann war das eigentlich umgesetzt. Okay, Peter Schägert sagt, wir ziehen die Dressen um. Dann habe ich gedacht, wegen einem Regen ziehen wir die Dressen um. Sagt dann auch nicht wegen einem Regen, sondern wir ziehen die weißen Dressen an und wir spielen wie das weiße Ballett zweite Halbzeit. Dann haben wir uns zuerst angeschaut, okay, passt, wir ziehen mal die weißen Dressen, man muss mehr akzeptieren. Was willst du den Trainer jetzt dagegen sagen? Und das war aber so ein Ding, wir ziehen die neuen Dressen und sagt der Burschen, wir gehen ins neue Spiel jetzt rein. Es steht 0-0, wir gehen jetzt raus. Und auf einmal haben wir die Partie getraten und hätten die Partie fast gewonnen und haben zum Schluss eigentlich das 4-4 gekriegt, wo wir alles getraten haben. Und das war eigentlich auch eine Sternstunde für mich, weil da war ein Beobachter vom ÖFB da und dann bin ich eigentlich ins Nationalteam einberufen worden. Und Peter Schägert, auf der Reise möchte ich sagen, danke für deine Unterstützung und du warst und bist ein toller Mensch und auch ein toller Trainer. Peter Schägert werden wir ja nächste Woche im Talk haben. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Auch er lässt dich ganz schön grüßen. Schilly, welches Spiel wird dir, außer jetzt im Alice Semien, wo du gegen einen Chardel gespielt hast und sensationell gespielt hast gegen einen der weltbesten Stürmer, welches Spiel wird dir noch ewig in Erinnerung bleiben? Machen wir zuerst einen Test, ob du mich hörst? Ganz schwach. Ja, jetzt? Auch nicht. Auch nicht, dann werde ich das noch einmal. Hast keinen Kopfhörer mehr? Naja, ich habe da ein bisschen ein Problem gehabt. Jetzt hört man die. Jetzt hört man die super. Jetzt? Ja. Jetzt geht's. Ja. Perfekt. Auch. Hab den Kopfhörer aber gar nicht angeschlossen. Also außer. Jetzt ist super. Ja, also außer perfekt. Dem Spiel im Ali Semien, dem 2:2, wo ich die letzten 10 Minuten, wo ihr ja nicht mehr auf ein Tor gegangen seid, wo euch die ganzen Türken zugejubelt haben, ich werde das nie vergessen, war unglaublich. Aber hast du noch ein Spiel, wo du sagst, das werde ich nie vergessen, das war unglaublich? Ja, es sind sicher mehrere Spiele bei Sturm, was beispielsweise das erste Spiel gegen Manchester United im Old Trafford Stadion, wo wir auch sehr gut gespielt haben und nur knapp verloren haben. Aber im Nationalteam ist so, dass mein zweites Länderspiel gegen Schweden, das war 1997, der 1:0-Sieg, wo der Andi Herzog so ein Weitschuss-Tor geschossen hat. Und viele Fußballfans können sich an dieses Spiel erinnern. Das war erst mein zweites Länderspiel und ausverkauftes Stadion. Und ich war wirklich sehr, sehr nervös vor diesem Spiel und habe dann auch dank meines Kapitäns, damit den Toni Polster, eben vor dem Spiel, der mir noch wirklich toll Mut zugesprochen hat beim Aufwärmen, hat er gesehen, okay, die weiten Pässe, die kommen jetzt nicht so genau, wie sie kommen sollten, sondern gehen immer ein bisschen links, ein bisschen rechts weg. Dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, schau her, es ist nur ein Fußballspiel. Da reißt er gerade den Scherz, deshalb hat er zu mir gesagt. Und das war, nachdem dann haben uns dann noch die Deckenflappen gespielt, Toni lass es polstern, so im Stadion, so richtig laute Musik, wo er damals gesungen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Und ja, dann ist das Spiel sehr positiv verlaufen und wir haben da eigentlich den Grundstein für die WM-Qualifikation für die Endrunde 1998 legen können. Und das ist sicher ein Spiel, das ich nie vergessen werde auch. Ja, tolle Mottinger. Wie geht's jetzt mit dir weitergehen? Was hast du noch für Ziele mit dem ASK und was willst du sagen machen? Ja, im sportlichen Bereich. Zuerst wünsche ich einmal, bleibt alle gesund, Rüdiger. Ich möchte einmal ein Kompliment aussprechen für diese tolle Sendung, was ihr ins Leben gerufen habt, weil das einfach in dieser schwierigen Zeit, wo es kein Fußball oder was gibt, eine tolle Sache ist. Und ich mache es riesen. Toll, also es ist eine richtig gute Sache. Viele, die wünsche ich mit Sturm, mit Nachwuchs alles Gute. Ja, und wir mit dem ASK, wir wollen natürlich aufsteigen, wir wollen in die Liga. Und ich bin aber noch nicht fertig, weil wir haben einen tollen Verein, wir haben ein tolles Stadion, wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben einen Kunstrasenplatz, wir haben einen tollen Hauptplatz, wir haben eine tolle Kantine und ich habe tolle Leute hinter mir.
mit dem, was ich in Verhandlungen bin. Und wir möchten da schon was erreichen. Einer mit Dietmar Tuller, der was vielleicht jetzt ein bisschen aneckt, und das ist aber das genau, was ich brauche, so wie ich. Ich habe auch nicht immer nur alles Freunde, weil wenn du nur alles Freunde hast, dann funktioniert das nicht. Und genauso einen Trainer habe ich gesucht, und da steht auch der ganze Vorstand hinter mir. Wir brauchen Leute einfach, die was bewegen, die was Leute auch bringen, Sponsoren bringen, dass wir den Verein weiterentwickeln. Und mit so einer Anlage, wo 3.000 bis 4.000 Leute reinpassen, ist die Unterliga kein Ziel. Und wir waren auf einem sehr guten Weg, dass wir jetzt dann aufsteigen. Wir werden jetzt die Ärmel hochkrempeln und wollen nachher natürlich um die Meisterschaft umfangen, wieder aufsteigen. Und ja, der Weg ist noch nicht zu Ende. Das werden wir natürlich weiter genau beobachten. Schilly, an dich noch zwei Fragen. Du bist ja Magister der Linguistik. Du warst immer schon ein Riesensprachentalent. Wie viele Sprachen sprichst du jetzt? Und wird man dich vielleicht im Erwachsenenfußball auch einmal an der Linie sehen? Mich würde es sehr freuen. Obwohl der jetzige Aufgabe natürlich auch toll ist. Ja, zuerst mal, das waren jetzt gleich zwei bis drei Fragen auf einmal. Also die erste Frage, ja, wie viele Sprachen ich spreche, ja, das kann ich jetzt gar nicht ad hoc so genau beantworten, weil durch die Linguistik habe ich mich mit sehr vielen Sprachen beschäftigt, wo ich mich so ein wenig unterhalten kann. Manche Sprachen wären natürlich besser. Da komme ich so auf circa 10 Sprachen. Das ist mal das, wow. Die erste Frage, wenn ich die beantworten darf. Aber das hat natürlich auch mit dem Studium zu tun, und ich war immer schon Sprachen interessiert und nicht ganz untalentiert. Und der Beruf des Fußballers hat mir da natürlich geholfen, auch die Sprachen, diese Einzelsprachen, Fremdsprachen immer wieder auch praktizieren zu können. Wir haben ja ganz viele Legionäre bei Sturm Graz gehabt. Und da war es so, dass ich halt sehr oft als Dolmetscher fungiert habe in den Anfangszeiten. Und so konnte ich natürlich auch meine Sprachkenntnisse immer schön am Laufen halten. Weil das ist ja erfordert ja auch Training, sondern eine Sprache, die nicht trainiert wird, die vergisst man wieder. Und ähnlich ist es auch beim Sport. Wenn man nicht trainiert, dann baut man ab und kann dann irgendwie nicht mehr Leistung bringen. Das eine, dann, ja, die zweite Frage war jetzt, ob man mich auf der Linie sehen wird vielleicht. Ja, ja. Im Profifußball bei den Erwachsenen, obwohl du jetzt auch eine tolle Aufgabe hast. Na, eben, ich habe sicher eine ganz tolle Aufgabe jetzt schon seit 10 Jahren, und es ist so, so wie der Motto sagt, Trainer will er gar nicht sein, also ich habe beides gemacht. Ich bin eigentlich als im sportlichen Managementbereich tätig, als Jugendleiter, und bin aber auch als Trainer tätig, weil ich auch mit Mannschaften trainiere, mit Spielern am Platz stehe und dort wirklich mit den Spielern direkt arbeite und trainiere. Ist es so, dass ich das Trainerhandwerk wirklich von der Pike auf lernen konnte. Ich habe mit der U8, U9, U10 begonnen, und dann bin jetzt aktuell U14 Trainer, war bei der U18 schon im Trainerteam mit dabei, habe im Nachwuchsnationalteam als Co-Trainer gearbeitet. Ja, habe seit 17 Jahren betreue ich das Homeless World Cup Nationalteam, was zwar jetzt kein Großfeldfußball ist, aber sehr viele Qualitäten als Trainer, die gefragt sind, dass für einen Trainer gefragt sind, muss ich auch dort einbringen. Und ja, nachdem ich mich jetzt für die Trainer-Pro-Lizenz beworben habe und auch reingekommen bin, ist es natürlich schon so, dass es auch ein Ziel von mir ist, dann später mal wirklich auch in Bereichen zu trainieren, wo die Pro-Lizenz eben Voraussetzung dafür ist. Und das ist die Bundesliga. Das würde mich sehr freuen. Ich sage danke an Motte Dollinger, danke an Schilly Prelasic, war ein toller Talk, ich hoffe, wir können das wieder einmal wiederholen, und ich hoffe, wir sehen uns bald am richtigen Platz wieder bei einem tollen Fußballspiel. Ich sage danke und schönen Abend noch. Und wir hören uns dann um 20 Uhr wieder, Stefan Meyerhofer, der Major, heute hier live im Talk, da bin ich sehr gespannt. Also bis später, Baba. Danke, pfiat euch, Schilly, lieber Rüdiger. Ciao, danke. Tschüss. Ciao. Alles Gute. Ciao.